Heute sind wir zu Gast im Wildpark Schwarze Berge und wollen uns ein bisschen näher über die Lebensweise der Wölfe informieren. Tatjana Jensen vom Naturerlebniszentrum ist seit vielen Jahren für die naturpädagogische Arbeit vor Ort zuständig und wird uns heute einige Fragen zu den beliebten Tieren beantworten. Meine Arbeit hier im Wildpark Schwarze Berge ist eigentlich so eine Aufklärungsarbeit, oder ich sehe mich als Mittler zwischen Mensch und Tier, weil viele Menschen zum Beispiel die Lebensweise des Wolfes gar nicht kennen. Und das ist jetzt auch gerade aktuell, weil immer mehr Wölfe beobachtet werden, die eben als Jungtier weiterziehen, auch mal an Orte vorbeikommen, um eben ein neues Revier zu suchen. Und dann entdeckt man einen Wolf und weiß vielleicht gar nicht, was mit ihm ist. Das zu erklären, ist immer eine Aufgabe, weil wir haben hier ein tolles Wolfsrudel, das ist nicht mit der Hand aufgezogen. Und viele fragen auch nach dem Wolf nach, weil das ein sehr beliebtes Tier ist, weil ja viele auch Hundebesitzer sind und dann auch ganz gerne wissen möchten, wie die Unterschiede so zwischen Wolf und Hund sind. Bei uns im Wildpark Schwarze Berge haben wir 8 Wölfe in unserem Gehege. Das reicht für unser Gehege, das war sehr großzügig, aber mehr Wölfe würde es nicht aufnehmen. Und Wölfe kann man zurzeit nicht verkaufen, weil jeder Wildpark seine eigenen Wölfe hat und natürlich seinen eigenen Platz braucht für die Wölfe vor Ort. Und freilassen kann man sie auch nicht, das ist verboten. Also Wolfsauswilderung gibt es nicht und wir haben uns dazu entschieden, eben keine Welpen zu bekommen. Weil wir sonst eben Aggressionen unter den Wölfen provozieren würden, die unnatürlich sind, weil eben das Gehege nur eine bestimmte Größe hat und mit 8 Wölfen sind wir hier wunderbar dann ausgestattet. Übergriffe auf Menschen sind eigentlich sehr ungewöhnlich, es sei denn, ein Wolf hätte Tollwut, kommt aber in der Regel nicht vor. Normalerweise haben die Wölfe Angst vor den Menschen, denen sehen sie als Feindbild. Wölfe werden unten in der Natur, in der freien Wildbahn, ungefähr 10 Jahre alt. Bei uns im Wildpark ist das anders. Wir können natürlich regelmäßig die Wölfe kontrollieren und eben behandeln, falls sie krank werden. Das heißt, dass sie hier deutlich älter werden. Unsere ältesten Wölfe hier bei uns sind 14 Jahre alt. Es gibt aber auch Wölfe in anderen Wolfsgehegen, die sind schon 17 Jahre alt geworden. Wölfe leben ja im Rudel, es ist also ein Familientier und da herrscht natürlich ein Zusammenhalt. Wenn jetzt ein fremder Wolf hier in das Gehege reingelassen würde, dann würde er im Moment geduldet werden, aber nicht lange. Also gehört nicht zur Familie und dann wollen sie natürlich ihr Revier für sich behalten und würden den dann eben versuchen zu verbeißen. Er kann aber nicht weg, dann würde der einfach im Gehege getötet werden. In der freien Wildbahn ist das so, dass er dann weiterzieht zu einem neuen Waldgebiet. Wölfe sind Fleischfresser, jagen also große Beutetiere, deswegen im Rudel. Wenn einzelne Tiere wandern, um ein neues Wolfsgebiet eben zu erobern, dann können sie höchstens noch ein Reh reißen. Freuen sich natürlich auch über Haustiere, wie zum Beispiel ein Schaf. Das ist natürlich einfacher zu erbeuten. Und Wölfe sind ziemlich clever und suchen dann eben die einfachere Beute. Aber irgendwann rufen dann die Eltern, heulen dann ihre Kinder zusammen und sagen, heute wollen wir nicht Mäuse fressen, heute geht's auf große Jagd, heute sind die Wildschweine oder das Rotwild dran. Ja, und Wölfe suchen sich halt eben die alten, kranken, schwachen raus. Wenn man hier sich das Geweih eines Rothirsches mal anguckt, dann kann man sich schon vorstellen, dass ein Wolf nicht gerade den stärksten, dicksten Rothirsch jagt und hetzt, sondern eben alte, schwache, weil die sich natürlich auch noch wehren können. Ja, also das ist natürlich für einen Laien nicht einfach, den Wolf mit einem Schäferhund zu vergleichen oder zu erkennen und zu unterscheiden. Ganz typisch ist, dass der Wolf nie so einen flachen Rücken hat, also so eine abgesenkte Hüfte, wie der Hund. Der Schäferhund ist ja oft so gezüchtet, dass er hinten abfällt, der Wolf tut das nicht. Der Schwanz des Wolfes wird auch Hute genannt, der hängt nicht bis zur Erde und hat unten auch keine umgebogene Schwanzspitze, sondern der ist gerade und reicht bis zum Dreiviertel der Körpergröße. Und die Ohren sind auch nie geknickt, sondern immer gerade. Und der Fang ist sehr mächtig und oftmals weiß unterlegt hier an den Lefzen. Im Gegensatz zum Haushund kann der Wolf nur einmal im Jahr Welpen bekommen. Der Haushund kann zweimal im Jahr Welpen bekommen. Und die Natur hat das so geregelt, dass es auch nicht zu viel Fleischfresser gibt. Also gibt es nur einmal im Jahr eben die Welpen und die dann eben auch verhungern müssen, wenn es zu wenig Fleisch gibt. Ja, der Wildpark bietet auch regelmäßig kostenlose Futtertouren zu Wolf und Co. an. Ja, und bei diesen Futtertouren wird ausführlich über die Wölfe informiert. Wir haben immer anschauliche Materialien dabei, um auch vieles zu erklären. Die sollen mal was begreifen. Und weil man unsere Wölfe eben nicht anfassen kann, haben wir dann von einem gestorbenen Wolf auch mal ein Fell dabei, dass man das Gefühl hat, wie fühlt sich denn ein Luchsfell an oder jetzt das Wolfsfell. Dann haben wir einen Schädel, um mal in das Maul reinzugucken, wie mächtig die Reißzähne und die Fangzähne sind. Und Beutetiere, da haben wir dann eben die Geweihe vom Rotwild oder vom Rehwild. Also das ist immer ganz wichtig, dass wir viel zum Begreifen dann haben. Der Wildpark Schwarze Berge legt sehr viel Wert darauf, die einheimischen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Beim Wolf sieht man das hier auch. Es ist also sehr strukturreich, hügelig. Und die Wölfe haben die Möglichkeit, sich eben zurückzuziehen
Sie haben verschiedene Versteckmöglichkeiten, die der Besucher allerdings auch mal einsehen kann, weil er die Möglichkeit hat, das Gehege einmal zu umrunden. Da muss man natürlich ein bisschen Wolfsaugen haben und schauen, wo sie sich versteckt haben, denn es ist schon möglich. Regelmäßig ist es auch möglich, bei den Futtertouren die Wölfe zu beobachten, weil sie dann schon nach vorne kommen, um sich dann eben ein Stück Fleisch abzuholen. Und öfters liegen sie auch auf kleinen Hügeln, die hier im Wildpark vorhanden sind, hier in ihrem Gehege vorhanden sind, damit sie eben eine bessere Übersicht über ihr Gehege haben. Und das ist natürlich auch möglich, dann die Wölfe zu sehen. Ja, und beim Schwimmen kann man sie auch mal beobachten. Wölfe lieben es auch mal im Sommer, sich ein bisschen abkühlen zu können. Und die Möglichkeit wird ihnen hier im Gehege auch geboten. Der Wolf weckt seit jeher das besondere Interesse der Wildparkbesucher. Nicht zuletzt, weil er immer häufiger in der freien Wildbahn gesichtet wird. Dank Tatjanas aufklärenden Worte sind wir nun bestens über diese faszinierenden Tiere informiert und freuen uns schon auf die nächsten Fakten über weitere spannende Wildparkbesucher. Bis zum nächsten Mal.